Und wir sind wieder zurück. Es ist T.Loni. Er ist endlich wieder da. Ja, vorhin, ich weiß auch nicht. Ich hab's vergessen. Ich habe heute mal gedacht, ja, bis wann habe ich eigentlich noch FIFA aufgenommen? Weil FIFA ist ein Projekt, das habe ich schon immer einen Monat im Voraus alles. Und da habe ich es tatsächlich einfach mal verschwitzt, ne? Es tut mir leid. Muss man sagen, aber dafür sind wir auch jetzt wieder da. Ich ziehe es erstmal schön durch. Und natürlich, für die es nicht vergessen haben, die Lohne-WM ist, es ist geplant, dass die Lohne-WM tatsächlich an diesem Wochenende startet. Ich versuche da auch, ich werde wahrscheinlich morgen auch ein Video hochladen, so Spielplan, dass man sich ungefähr auf irgendwas einstellen kann. Ja, mal schauen. Also es wird auf jeden Fall, ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, es geht dieses Wochenende los. Aber das nur am Rande, das wollte ich nur teasern, das wollte ich nur mal, ne, für alle, die darauf irgendwie warten oder auch die darauf nicht warten. Für alle anderen, für alle Fußballfans, für alle Rasenballsportfreunde sind wir zurück, Manchester City. Und ja, die Barclays Premier League wartet immer noch, was heißt wartet, sie ist halt immer noch da. Und da müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen, ne? Da müssen wir jetzt einfach mal gewinnen. Nehmen wir schauen, Javi Garcia erstmal. Schöner Schuss, das ging schnell los. Und Jesus Navas, rein das Ding. Zweiter Versuch, T.Loni, aber da kommt er nicht ran. Ging schnell los. Also, gut gemacht von Loni. Also ja, es ist wirklich verdammt lang her, dass ich mein Spiel gespielt habe hier. In der Karriere, dass ich meine Folge aufgenommen habe. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie es in allen Wettbewerben läuft. Nehmen wir an, bestimmt gut oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was war das denn für ein Pass? Habe ich nicht hingespielt. Ich muss sagen, vielleicht habe ich deswegen nicht mehr an die Folgen gedacht und dass sie irgendwie auslaufen, weil ich halt auch mit dem Loni-WM so ein bisschen beschäftigt war. Und da ist ja auch schon einiges im Kasten. Deswegen, vielleicht war es meine Fußballdose und ich habe dieses Projekt halt einfach vergessen. Es waren ja nur 2 Tage, es hätte ja deutlich schlimmer kommen können. Schlimmer Definitionssache, es gab den Javi Garcia. Ja, also es geht erstmal gut los. Ich sag das irgendwie total oft. Und oft stimmt's auch, aber nicht immer wird was draus, leider. Ja, das war ein Foul, das sehe ich ein. Da wurde wirklich ordentlich weggeschoben. Für mich geht das klar, alles in Ordnung und weiter. Ist es tatsächlich Robert Huth? Ich glaube, ich frage das jedes Mal, wenn ich gegen Stoke spiele. Ich glaube, es ist tatsächlich Robert Huth. Loni hat das gut gemacht. Ja, und der schickt jetzt Jesus Navas. Der Ball muss aber noch reinkommen. Das gibt einen Eckball. Ja, und dann natürlich auch endlich mal wieder Heimspiel. Das ist ein guter Anfang. Auch für das Selbstvertrauen. Leskitz. Setzt ihn hier knapp links am Tor vorbei. Erste, ja, ich glaube, eigentlich zweite richtig gute Chance. Es gab, ja, an eine kann ich mich noch erinnern. Ist ja schon so lange her, ungefähr 2 Minuten. Ja, nee, also mehr als guter Start, also das auf jeden Fall. Jovetic. Jovetic. Jawohl. Und er schießt noch ein Tor. Noch ein Tor. Es bin Jovetic. Schalalalalalalala. Ja, Wahnsinn. Es ist gefallen. 1-0. Und natürlich legt er direkt wieder los. Vorteil, damit diskutiert. Und den gibt es jetzt auch. Den Freistoß für Man City, den können wir direkt hier mal auf den Zettel schreiben. Lasket, ja. Ja, mit dem Zielen von Pässen, da müssen wir noch ein bisschen üben, FIFA. Ne? Aber ansonsten geht das schon. So, Zabaleta. Mir ist gerade noch was zu Loni-WM eingefallen, aber ich glaube, ich sage das, wenn dann Loni-WM ist auch. Also. Vielleicht, man sollte vielleicht dann sagen, wenn es auch relevant ist und nicht irgendwann vorher. Wenn man gar nicht weiß, wer das sieht und ob. Ne, kann ich erstmal alles erzählen hier. Und auch das Nasenjucken geht wieder los, aber ich glaube, ich habe es heute unter Kontrolle. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte das nie sagen sollen. Man darf nie sagen, man hat Nasenjucken unter Kontrolle, weil es stimmt einfach nicht. Egal, was du machst, es stimmt nicht. So, Loni. Ja, da geht erstmal einer. Na, kann man noch was machen? Da kann man nichts draus machen. Zumindest noch nicht. David Silva. Ist mit seinen 1,30 ein bisschen klein für den Kopfball. Abseits. Ja. Der Pass kam ein bisschen spät. Ich wusste, ja, geht noch, aber ging nicht mehr. Hat Abseits zugeschlagen. Ist schade. Aber alles in Ordnung. Also Man City
dominant wie lange nicht mehr, möchte man sagen. Vieles, was sehr gut aussieht heute. Ach, Pass kam zu spät. Hat Ludwig schon die Möglichkeit, die Spielmöglichkeit gehabt, aber hat einfach ein bisschen zu sehr gezögert. Dann wurde er eben nichts draus. Es ist, glaube ich, wirklich Robert Hutz. Ich meine nicht, dass ich irgendwas wüsste von Fußball und wer wo spielt, aber es könnte Robert Hutz sein. Der Pass, meine Güte, war das knapp. Knappe Kiste, Fernandinho. Jetzt Maloney, schön! Geht hier volles Risiko. Klar kann er machen, es steht 1-0. Jetzt sieht ihn in einer super komfortablen Ausgangsposition. Und auch mit sehr, sehr guten Spielanteilen. Also da darf man sich sowas auch durchaus mal erlauben. Wobei erlauben falsches Wort ist. Klingt, als wäre es irgendwas Schlechtes. Ich meine, es war eine super Chance. Jetzt auf der anderen Seite. Es ist Peter Crouch. Peter Crouch bei Stoke City, das erlebst du auch nicht alle Tage. Ich dachte eigentlich, Peter Crouch wäre gut. Aber nicht jeder, der mal bei einer WM gespielt hat, ist automatisch gut. Das stimmt natürlich. Muss man natürlich auch sehen. Grätsche sitzt. Zweite Grätsche sitzt. Und tja, das war wohl nichts, Freunde. Macht nichts, alles noch im grünen Bereich, alles noch locker. Dann können wir damit auch mal direkt weiterarbeiten. Company. Crouch. Ah, das war ein Foul. Das sollte jetzt einen Freistoß geben. Und da ist er auch. Gefährliche Position. 18, 19 Meter werden es sein. Wahrscheinlich 19 Meter. Die Cracks wissen jetzt natürlich die Entfernung von diesem Punkt auf diesem komischen Kreis. Halbkreis. Ich hätte einfach 19 geschätzt. Aber wenn es nicht stimmt, korrigiert mich bitte unbedingt. Das ist eine verdammt wichtige Information. Bitte tut es. Zabaleta. Ah, Jovetic, abseits oder nicht? Wahrscheinlich kein Abseits. Also, nein, es war kein Abseits. Aber der Keeper hat gut aufgepasst und diesen Schuss dann doch relativ souverän gehalten. Zum Leidwesen aller Man City-Spieler. Das war wieder mal ein total interessanter Pass. Ich weiß nicht, ob Sie den Pass schon gesehen haben, ja. Meine Damen und Herren, Company. Kolarov. Lescott, können wir noch einmal bitte? Können wir nicht. Abseits. Also Stoke drückt jetzt so ein bisschen nach. Kriegen jetzt auch langsam Chancen und da muss man sich als Man City doch zusammenreißen. Ja, so ein 1-0 ist gut. Aber es ist eben nicht alles. Und vor allem bei solchen Pässen sollte man sich das doch zweimal überlegen. Und auch noch so nah und so knapp vor der Halbzeitpause. Das hätte wehgetan, so können wir jetzt erstmal 15 Minuten entspannen. 15 Minuten sind um. Sagen wir besser 15 Ingame-Minuten. Ja, weißt du direkt, wo du dran bist. Stoke beginnt wieder. Haben sie jetzt nochmal Feuer unterm Hinter bekommen? Wie so ein Gaskochtopf oder so, ich weiß nicht. Sucht euch irgendeinen passenden Vergleich raus. Ja, David Silva und dann Lauter. Und das macht er auch gut, finde ich. Na gut, das macht er dann umso beschissener. Aber im Ansatz war es okay. So von der Idee her war nix. Oh, das war nicht Waters. Ja, Jovetic. Ah, aber da geht noch was. Denn Jesus Navas ist auf dem Weg. Wurde gerade noch gestoppt. Also Man City wurde, glaube ich, bewusst, dass das Spiel ihnen so ein bisschen aus der Hand geglitten ist. Könnte man vielleicht sagen. Und dass sie einfach so ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Und jetzt haben sie auch völlig zu Recht, meiner Meinung nach, wieder einen Gang hochgeschaltet. Aber die andere Seite auf einmal. Gut, Zabaleta steht im Weg. Das sind klasse Verteidigerqualitäten. Opa, Loni. Gut, mit dem Körper rein, um diesen Ball für seine Mannschaft zu gewinnen. Und Jovetic. Kann er den retten? Nein. Kann er den retten? Whelan? Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Bitte, es sind so kleine, nervige Bälle. Die kann schon wieder auf die Palme bringen. Ich führe 1-0, ist mir bewusst, aber es nervt trotzdem. Nasri kommt für Navas ins Spiel. Ich glaube, es heißt Navas, aber Navas hört sich irgendwie geiler an. Ich weiß nicht. Nicht, dass wir so ein Jedro-Debakel wird. Du weißt schon, was ich meine, ne? David Silva. Silva, das gibt Vorteil, es gibt Freistoß. Stoke versteht es in dem Spiel, mich auf die Palme zu bringen. Wirklich.
Aber noch haben wir ja Zeit. Freunde, noch ist alles drin. Und noch kann keiner einen vernünftigen Pass spielen. Wahnsinn. Wie seid ihr denn alle in die Premier League gekommen, ihr Flaschen? So, Kolarov, jetzt vielleicht mal. Über die Flügel, jetzt mal mit bedacht. Schön gemacht, David Silva und drüber. Und weg, natürlich. Das war verdammt knapp. Da war es wirklich Millimeter von dem Ballgewinn entfernt und dann noch in einer unglaublich kritischen Zone offensichtlich. Jovetic. Er hat gehofft, dass der Looney als Backup hinten steht, aber stand er da gar nicht. Nee. Ja, das ist einfach gar nichts. Also da sind jetzt auch die Ideen raus, mal genervt, dass sie da und Bälle verloren gehen und dann. Wenn wir es irgendwie schnell machen, irgendwie direkt machen, aber so einen richtigen Plan hat man nicht, dann ist das hier das komplett logische Resultat. Wilkerson. Knightley. Nein, Keitley. Nicht Knightley. Keitley. Zavaleta. Jetzt vielleicht nochmal. Noni wartet in der Mitte. Das ist nicht weit genug, um Begovic irgendwie zu einem Fehler zu verleiten. Schade. Jovetic, den können wir noch retten. Den können wir, nee, können wir nicht mehr. Also den, doch, den konnte man schon noch retten. Wenn sie die einfach mal wieder komplett, ja, sinn- und grundlose Pässe gespielt. Unnachvollziehbar ist das Wort, das ich gesucht habe, tatsächlich. Stimmt auch nicht. Also wenn nun nie ausgewechselt wird, sage ich, okay, das macht Sinn. Das war einfach heute keine Topleistung, die er gebracht hat und sowas. Auf so einem Niveau darf man schon erwarten dann. Gut, Kolarov holt sich den Einwurf. Da hebt man nicht die Hand so, du rote Bratze da. Willst du? Touré für Garcia. Dann geht Loni mit dem Tackling ran und kriegt den Ball nicht. Wahnsinn. Ich hätte den Einwurf direkt gar nicht spielen sollen. Weitere Einwürfe kannst du im Spiel total vergessen. Solange ein Gegner in einem Radius, also in einem Umkreis mit Radius 5 Meter steht, brauchst du es nicht versuchen, irgendwie dahin zu werfen. Sein der Wurf ist direkt vor deiner Nase. Oder der zu bewerfende vielleicht. Wie man es nennen möchte. Loni? Loni, da können wir jetzt vielleicht mal. Geht mal hier bitte jemand auf außen mit. Meine Güte, natürlich geht keiner auf außen mit. So, da muss eben Silva ran. Das war nix. Silva auch viel zu spät gestartet, also. Da fehlt ihm total, hat ihm total der Instinkt als Flügelspieler gefehlt. Das, naja, ja, vielleicht. Kann schon sein, weiß ich nicht. Ich wusste es, aber ich habe nicht reagiert. Dann bringt mir Wissen auch nichts, wie wenn ich nichts gegen mache. Ibula. Bisschen spät. Vielleicht. Loni. Nein. Er hatte ihn doch. Aber dann hatte er ihn doch nicht. Na gut. Der Start war in Ordnung für die Aufnahme. War nicht bombig, war nicht aus dem Sitzen reißend, war nicht mehr als okay. Aber es sind drei Punkte, die auch nicht unwichtig waren. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt noch verliere. Wenn schon, dann kann ich direkt auch aufhören für heute. Dann habe ich heute einfach kein Glück. Gibt vielleicht noch einen Ireland. Jawohl, und Leske zieht weg und das war's. Sieg für Man City, schalala, schalala, es war Jovetic. Komm, jetzt bitte nochmal, da ist es, ein Wahnsinnspass und Jovetic lässt sich nicht lang bitten und aus 11 Metern wird er reingezimmert, keine Chance für ein Tor. Ich glaube, meine Maus ist auf einer blöden Position, deswegen so. Nicht, dass ich sie benutze, aber da, wo die Maus startet, da wird es immer gesehen, so, es ist irgendwie, ist dumm. FA Cup Halbfinale. Ach stimmt, jetzt kommt auch Real Madrid. Scheiße. Ich bin so im Arsch. Ich werde so verlieren. Naja. Versuchen wir, das mit Würde zu beenden. Im neutralen Stadion das nächste Mal. Lukas Podolski gegen Man City. FA Cup Halbfinale.